Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program, zum Raxamus Space Program besser gesagt. Wir haben in der letzten Folge 39 Punkte gesammelt und uns fehlen 6, damit wir die nächste Stufe an Boostern freischalten können. Was richtig nervig ist. Deswegen werden wir heute mal eine komplett andere... Ich wollte doch gar nicht reparieren, ich wollte da rein. Wir müssen nur auf die Idee kommen, dass ich das reparieren will. Hä? Wir müssen heute wieder einen weiteren Flug starten. Aber ich will ihn anders machen wie sonst. Plan wäre, tief in die Umlaufbahn der Planeten einzusteigen. Bedeutet, das Konzept muss weg. Dieser blöde Scanner kommt sowieso weg, weil er zieht ja nur Energie. Holla die Waldfee, das war ja... What? Haben wir da was anderes Genehmeres? Was ist das denn? Ein Multispectral. Is a low-resolution multispectral scanner observes light reflected off target certain flare to deliver low-detail color and biomaps. Das wäre interessant. Das können wir mal anstecken. Vielleicht bringt sich ja wenigstens das was. Warte, so. Ein Kartograph sozusagen. Den können wir aber mal hier schön mit dich platzieren, genau. Der soll dann während des Fluges einfach ganz gechillt mal die Überwachung übernehmen. Schauen wir mal, wie gut das jetzt funktioniert. Was war das Teil dann? Das ist für die Höhenunterschiede. Okay. Und das ist für Karten, für Bilder und alles. Und das andere Teil ist für Dinger. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja, ihr wisst es schon. Ich habe gerade keinen Plan, was ich sagen wollte. So. Huch. Das war jetzt nicht unbedingt mein Plan, aber okay, dann machen wir es halt so. So. Bumper drauf. Und da unten die fettesten Düsen hin, die wir haben. Also euch hier, glaube ich, ne? Das sind dann sozusagen unsere Booster, die uns stabil halten sollen. Sie bringen 1700 MS pro Sekunde. Was natürlich heftig ist. So. Und das auch noch auf der anderen Seite. Und natürlich ist es jetzt die Osiris 3, V3. Solange ich nicht ein komplett neues Modul baue, nenne ich sie immer nur eine neue Version. Einfach damit ich auch weiß, was ich circa gemacht habe. Weil sonst vergesse ich es wieder. Die schalten wir dazu, bevor wir wechseln. Beim Rest ist es relativ wurscht. Das schaut aber gut aus. Das schaut echt gut aus. Eine Wartungsbucht wäre natürlich auch interessant. Da kann man dann später alles verpacken. Aber Elektrizität haben wir noch keine anderen Sachen. Das ist eine Brennstoffzelle, eine größere. Reserve Battery Pack. A Reserve Version of the Recharge Battery. Okay. Fast rein 100. Und gut. Speichern und ich würde sagen, wir schicken die Osiris V3 mal auf den Start. Schauen wir mal, wie gut die sich in diesem Fall hält. Bin echt gespannt. Weil, wäre natürlich mega cool, wenn die besser läuft. Beziehungsweise, wenn die das erreicht, was ich vorhabe, und beziehungsweise ich habe nicht mal einen Plan, was ich vorhabe. Das ist das Tolle dran. Neben dem, was da meine Stimme die letzten paar Tage abgekackt hat, weil meine Stimme oder mein Hals voll schmerzt und ja, habe ich trotzdem gestreamt die ganze Zeit. Und das war keine gute Idee. Leute, 3, 2, 1, 0. Hey, wir haben ihn ab. Nice, es funktioniert. Der Plan funktioniert. Sie fliegt. Bis in die Wolken. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ich glaube, wir fliegen diesmal so. Also Richtung da, wo wir gerade hinschauen. Bis dafür müssen wir erstmal durch die obere Atmosphäre durch. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie gut ich die anstellen soll. Wir können natürlich Starthilfe wieder umgeben mit zwei Boostern links, rechts, aber das schaut auch scheiße aus.
Wir sind auf jeden Fall relativ stabil, und aber immer noch nicht hoch. Das ist halt gerade meine Sorge, wir sind nicht hoch und wir machen irgendwie eine Biege. Keine Fliege, aber eine Biege auf die eine Seite, und das ist mir unangenehm. Hey Leute, da will ich nicht hin. Gegensteuern. Ja genau, gegensteuern, Jungs. Schleim aktivieren, weil ich habe hier schon wieder was bemerkt. Wir haben schon wieder vergessen, die Crew-Report zu starten. Wir steuern immer weiter in die Richtung. Ah! Stop that thing! Stopp das hier! Okay, Rakete ist offiziell im nächsten Boost-Modus. Okay, ich fliege genau in die Gegenrichtung. Das wollte ich jetzt aber nicht wissen, mein Handy, ne? So, wir müssen jetzt schauen, wie viel wir hier rauskriegen. Ich würde diesmal sagen, wir gehen auf 150 vielleicht oder sowas, maximal. Maximum. Machen wir 125, das reicht auch, oder? Ne, 150, das geht sich schon aus. Das muss sich ausgehen, besser gesagt. Und 150, gut. Jetzt starten wir auch den... Wir schauen mal, wie viel Batterieladung haben wir denn jetzt. Ein Tag, zwei Stunden. Wir starten das Multispektralmodul. Und die Stromladung dauert 55 Minuten. Holy motherfucking shit. Das zieht echt viel, das Zeug. So, wir tun mal unsere Rakete schon ausrichten. Jeb meldet sich auch mal wieder. Er sagt, wie schön es hier oben wieder ist. Er sieht wieder mal das Space Center, sehen wir immer noch. Ich finde es so geil. Da ist die andere Startrampe. Ich habe nicht wieder ich habe Distance Object aktiviert. Wir sollten den Mond auch noch heftiger sehen. Und vielleicht sogar noch andere Objekte. Ich weiß bloß nicht gerade, wo der Mond ist. Der ist wahrscheinlich auf der gegenüberliegenden Seite der Erde. Der Scan läuft. Ja, Mond ist Mond ist genau auf der anderen Seite. Entschuldigung. So, wir haben hier noch 500 drin, in den anderen haben wir noch 1256, also haben wir noch so circa 1800 ms für diesen Flug. Eine Multispektralanalyse wird gestartet und wir sehen hier schön, wie Bilder von unserem Planeten gemacht werden. Wir richten es mal immer weiter aus. Ich würde ab dem Zeitpunkt hier anfangen zu schießen und hoffen, dass es funktioniert, so wie geplant. Mein Plan wäre, hier unten irgendwo zu landen. Sehen wir denn mittlerweile eigentlich schon auf den Bildern was? Ne, da sehen wir unseren aktuellen Punkt, wo wir sind. Hier können wir natürlich auch schauen, was abgeht und pipapo. Mich würde eher interessieren, was... Kartentyp, Biome. Ich sehe noch nicht wirklich was. Schauen wir mal später nochmal vorbei. Ich denke schon. Und jetzt starten wir den Boost nochmal volle Wäsche. So. Der schießt uns nochmal ein ordentliches Stück nach draußen, hoffe ich. Gibt es denn eigentlich auch Strom? Nächste Stage entfaltet sich. So. Ja, jetzt haben wir unendlich Treibstoff gerade. Weil wenn wir dauernd ein Treibwerk laufen lassen, ist alles super. Dann ist alles subi. Vielleicht landen wir sogar im Dauerdunkel. Das ist ja auch interessant. Mit den großen Teilen kommen wir auf jeden Fall
viel, viel weiter. Und das ist eigentlich das Ziel. Bedeutet jetzt deaktivieren. Wo sind wir denn hier noch? Sehen wir das irgendwie? Nee. Wir durchqueren gerade den Strahlungsgürtel und nehmen somit Strahlungsschaden. Was natürlich nicht gut ist, aber was willst du machen? Wir tun noch ein bisschen nachburnen. Einfach, dass wir wirklich drüber schießen, damit wir ab dem Zeitpunkt voll bremsen. Erstens haben wir dann weniger Hitzeschaden. Und zweitens können wir uns dann besser positionieren. Oder beziehungsweise auch genauer sagen, wo wir genau landen. Alter, diese trockene Luft, die macht mir gerade echt zu schaffen, ne? Ah, das ist so unangenehm, wenn man richtig so ein Kloß im Hals schon fast hat. Daten hier entsenden. Scanner angehalten, Uri, ist kein Speicherplatz mehr. Warte mal, das bringt... Die multispektrale Bildanalyse bringt Daten rein? Warte mal, wenn ich dich jetzt wieder starte. Scan starten. Bringt das instant... Oh! Und dann gehen sie wieder... Nice. War mir auch unbekannt eigentlich bis jetzt. So, wir erreichen die Eiskappen, meine Freunde. Oh, ich kann nicht mal meine Kamera mehr richtig setzen. So. Bedeutet, gegenläufig ausrichten. Wir müssen jeden Moment die Vollbremsung einleiten. Und zwar am besten jetzt. Wir bremsen die komplette Rakete so schnell und so weit runter wie nur möglich, damit wir an der Grenze zum Licht landen. Ich würde nicht gerne den Pol sehen, den wir hier haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass genau das nicht passieren wird. Wieder in Rotation begeben, die Rakete. Aber gut zu wissen, dass die Sachen auch Geld bringen. Bedeutet so eine Rakete... Oh. Und wieder... Seht ihr, das funktioniert... Da ist der Mond, guckt mal, da sehen wir ihn doch. Da ist unser Freund, da kommen wir bald mal hin. Also wenn wir die Solarpaneele haben und die großen Booster, kommen wir da auf jeden Fall gut hin. Ohne Probleme. Ansonsten wäre das vielleicht teilweise ein bisschen gefährlich. Weil ihr seht schon, allein so zwei solche Teile bringen nur 19 Minuten Energie. Wir müssten so viel Batterien einpacken, dass die Vorstellungskraft einfach ein zu klein wird, du. Das ist brutal. Okay. Wir sollten jeden Moment die Atmosphäre eigentlich auftreffen. Und wir kommen genau in die Dunkelheit rein, oder? Ich kann es mir so gut vorstellen. Jetzt seht euch das an, der Kompass dreht unten durch. Weil wir uns am Pol befinden. Bedeutet, wir haben gerade so ungefähr die Mitte überschritten. Weil jetzt drehen wir uns einfach am Pol vorbei. Wir landen auf der dunklen Stelle, würde ich sagen. Bisschen zu spät gebremst oder auch ein bisschen zu viel Power gegeben. Ich habe gedacht, das wäre ein guter Zeitpunkt gewesen. Mein Fehler. Aber hat gut funktioniert. Ja, wir kriegen hier wieder schön viele Sachen. Jetzt können wir unsere Schirme gleich öffnen. Gelb, weiß, öffnen. Und instant haben wir nochmal einen hohen Pressure an G-Forces. Nochmal alles runterbremsen. Aber der Vorteil ist da dran. Dass der Rest unserer Rakete den runterschießt. Wir sehen noch gerade den Mond unter. Oh, wie cool ist das denn mit der Sonne, die im Hintergrund untergeht? Tschüss, Sonne! Tschüss! Öffnen sich die Teile irgendwann mal auf? Auf was seid ihr nochmal eingestellt? 2500, also jetzt. Eigentlich, ja, und jetzt verschwindet das Teil. Aber man hat hier so eine ganz leichte Helligkeit noch. Das finde ich cool. Der Mond, der strahlt raus. Haha. Der Mondschuss, servus. Ich bin auch da.
Wir kriegen schon wieder hier ganz viel Daten zugesendet. Oder bekommen die ganzen Daten. Wir sind im Schatten. Das ist nicht auch interessant. Es ist wichtig, oder es ist gut, wenn man im Schatten ist, weil dann die Strahlung niedrig ist. Bedeutet, höchstwahrscheinlich müssen wir unsere Mannbase schauen, dass wir sie im Schatten hinlegen, damit wir keine Strahlungsschäden nehmen. Es könnte vielleicht ein Ding werden. Ich kann euch zum Beispiel sagen, ich bin jetzt gerade bei dem Zeitpunkt der Aufnahme heute, an dem Standpunkt in meinem Test-Gameplay, dass ich jetzt eine Mondlandung vollführen werde bald. Und es war ein Haufen Arbeit überhaupt, die Rakete zu bauen, also herauszufinden, wie am besten, welche Treibstoffe. Das ist echt complicated teilweise. Das ist gerade meine Frage, ne? Ist es nicht vielleicht sogar schlauer, als erstes zu schauen, die Batterie zu bekommen, wie ich es gemacht habe? Weil du sozusagen ja dadurch kein Speicherplatz? Oh, wir sind voll. Wir müssen Daten versenden, das ist jetzt eher interessant. So. Der wurde komplett versendet. Der auch. Der hier auch. Okay, dann würde ich sagen, lassen wir uns mal retten. Wuhu! Ich bin gespannt, wie viel die sich jetzt gebracht hat. Alter. So unangenehm, ich muss gleich wieder eine Lutschtablette nehmen, ey. Und. Was kriegen wir? Wir haben. Ja, Batterie von Osiris ist fast leer. Das ist alles okay. 60 Punkte. Nice. Das ist echt gut. Steht zwar hier, dass wir nur 8 gemacht hätten, aber ich glaube, das ist nur das, was wir sozusagen noch im Hintergrund mitgenommen haben. Wir haben ja viel mehr eigentlich sozusagen geholt. Sieht man hier eigentlich irgendwo unsere Gesamtforschung, wie wir bis jetzt getrieben haben? Was ist eigentlich das für ein Sachen? Das ist der Scatterer oder sowas. Atomstation, jetzt schon mal in Forschung und Entwicklung. Wie viel brauchen wir hier nochmal? 90, ne? Für das hier wird 90 gebraucht. Hier wäre die erste Bodenstation auch dabei. Hier, ne? Hier sind Rover-Model-Beine und auch ein Proium-Experiment-Überwachung. Weil hier kriegen wir auch schon das Solarmodul, das wir dafür bräuchten. Oder man könnte rein theoretisch die beiden Sachen dann mitnehmen. Auf die Landung. Und hier ist auch ein Enchanted Multispectral Scanner. Kriegen wir bessere Bilder zusammen. Service Airlock. Okay. Habitation Module. A tiny Habitation Module has enough living space for a pair of Kerbals. It's not much, but it helps. Mit potenziellen Verbesserungen. Lebensraumvolumen 2,42 Kubikmeter. Also da kommen schon sehr viele interessante Sachen rein. Druckbehälter kommen auch wieder dazu. Hier müssten auch irgendwo, wenn ich wüsste wo, kommt dann auch noch ein spezieller Teil hinzu, den muss ich wieder finden. Da werden die Ressourcen gemappt, das wird für uns wichtig. Ressourcenmapping wird extrem wichtig sein, sobald wir da oben angekommen sind. Aber hier irgendwo müsste, ich finde es nicht mehr. Dämonisch, also ich finde es gerade nicht mehr. Wo ist das denn? Ist das hier? Irgendwo müssten hier nämlich auch die Labore drin sein. Ah, die wir haben Kryostase mittlerweile dabei. Einfach für unsere Langzeitflüge. Doch eine sehr wichtige Sache. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.